Alex, warte mal, Andrew? Ah, ich glaube, die. Ach, alles klar, jetzt ergibt es natürlich Sinn. Die Andrew, das ist die, die wir spielen. Die Andrew Oshima. Alex, das klingt sehr interessant. Dann müsste ich ja eigentlich weiblich reden, wa? Nein, das mache ich erst gar nicht, weil dann kacken meine Stimmbänder, glaube ich, komplett ab. Alex, das klingt sehr interessant. Zwischen Santa Monica und Vancouver umherzuziehen wird eine Herausforderung. Aber wir bekommen das schon hin. Du hast ein paar Details, Muss ich irgendwas machen, um den Prozess zu beschleunigen? Soll ich meinen Einsatz selber finden? Selbst finden? Danke, Andrew. Andrew, ich habe um einen Gefallen gebeten und. Warte mal. Ah, okay, alles klar, ich wollte gerade sagen. Okay. Andrew, ich habe um einen Gefallen gebeten, und eine neue Stelle für dich gefunden. Das ist schön. Der Job, ist in Santa Monica und du wirst die Abteilung der Man 5 Montagesysteme leiten. Ich denke, dass deine Erfahrungen aus der Mission sehr nützlich wären. Du weißt am besten, was hier oben funktioniert und was nicht. Du bist in einer einzigartigen Situation und Aerospace braucht in diesem Bereich mehr Unterstützung als jemals zuvor. Ich weiß, dass die Ortsanlage der neuen Stelle nicht optimal ist, aber es handelt sich um einen stabilen und gut bezahlten Job, der dich vor allem von der North Star holt. Es ist sehr zeitintensiv, also lass es mich wissen, wenn es trotzdem weiter. Was? Wenn du es trotzdem weiter verfolgen möchtest. Au. Okay, da sind wir durch mit dem Terminal. Da geht's also. Das heißt, wir schwirren hier so ein bisschen durch die ganzen Raumstationen. Warte, ich hole mir nochmal Oxygene. Und ich hoffe, hier sind noch. Warte mal, hier müssen doch eigentlich noch zwei über sein. So, schwirre hin und schwirre. So. Eigentlich müssten noch hier drei sein. Na gut, alles klar. Dann müssen wir da hinten nochmal. Ach, da hinten ist, glaube ich, auch nochmal was. Alter, ich gucke hier schon die ganze Zeit schräg. Kann ich nichts für. Aber ich glaube, ein Schub. Kann man nicht. Ein Schub gab es doch, glaube ich, auch. Na gut, die zwei Flaschen will ich mir erstmal aufheben. Aber hier ist auch alles rot. Kommen wir hier rein? Offline. Können wir hier dran rumspielen? Nee. Hier sagt er auch nein. Oh. Einmal Kopf angestoßen. Oxygene, Oxygene. Können wir hier was machen? Oh, warte mal, was haben wir denn hier Schönes? Ich darf mich nicht so viel bewegen. Unauswertbare Daten. Da vorne ist leider nichts mehr. Aber der Pfeil zeigt doch in die Richtung. Halten. Okay, alles klar, das war denn die Pulle da gewesen. Ach, alles klar, ich bin so doof. Alter, ich kurbel hier schon die ganze Zeit mit meiner Maus. So. Lalalala. Uhuhu. Okay. Ach, scheiße. Ich bin so doof. Ach, Kacke. Ach, Oxygene brauchen wir gar nicht. Hebe ich mir für die Rücktour auf. Ja, das war's. Okay. Ich hoffe, wir werden nicht zu weit zurückgeschmissen. Ja, natürlich erneut versuchen. Finde ich ein bisschen komisch gemacht mit dem erneut versuchen. Na gut, müssen wir so hinnehmen. Sind wir hier jetzt gelandet? Ach, das ist ja nicht schlecht. Okay, Moment, dann einmal nochmal kurbeln. Und warte, ich muss mich mal drehen, sonst gucke ich hier die ganze Zeit schräg und krieg nachher noch eine Nackensperre. Und mit der Erklärung, wie ich die denn habe, wird es ein bisschen schwer. Oh, Caution. Nicht höher als 2 Meter. Aber wir sind durchgekommen. Oh, was haben wir hier Schönes? Ich darf mich nicht zu viel ablenken lassen. Ich glaube, es reicht nur eine Oxygenflasche. Ach, das war ein Solarpanel. So, hier kommen wir noch nirgendwo rein. Scheiße, wir brauchen echt Sauerstoff, aber ich glaube, das reicht wirklich gerade so. Okay, da vorne ist Sauerstoffflasche. Kommt die da hin? Oh oh. Aber ich schwöre auf jeden Fall direkt drauf zu. So, schön. Okay, hier ist auf jeden Fall aufgesprengt und da kommen wir wahrscheinlich auch als einziges rein. Da drüben. Ah, sieht echt geil aus hier. Der Weltraum ist auf wenigstens nicht so gruselig wie ein altes zusammengefallenes Haus. Auch wenn er doch schon ziemlich gruselig ist.
So, da haben wir auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Oxygenflaschen. Alter, reicht aber echt nicht so lange. Müssen wir echt zusehen. Ich muss mal echt lernen, ein bisschen sparsamer zu sein. Lebenserhaltungssystem online. Sauerstoffzufuhr reduziert. So. Warte mal, stabilisieren wir gleich mal. Und wie kommt mir das bekannt vor? Manuelle Reparatur erforderlich. Aber wie? Der Pfeil zeigt schon wieder in die Richtung. Eve Station. Aber es kann doch gar nicht sein, dass ich da hinten hin muss. Ich folge einfach mal dem Pfeil. Ah doch, der kommt jetzt langsam näher. Oh, dann hole ich mir jetzt hier erstmal Oxygene. Na, schwuppdiwupp. Warte mal. Wenn ich jetzt so gucke. Ist ja schwer zu sagen. Aber in die Richtung kann ich doch gar nicht müssen, oder? Ich versuche mal ein bisschen abzudriften. Aber doch, sieht fast so aus, als wenn ich da... Ah, oder? Ah, ne, ist wieder Sauerstoff. Aber Sauerstoff kann ich auch gut gebrauchen. Kann man immer gut gebrauchen. So, ein bisschen abdriften. So. Gut. Geschnappt. Aber es kann doch gar nicht sein. Das ist doch gar nicht mehr verbunden hier miteinander, oder? Bing. So. Ach, alles klar. Das sind Checkpoints. Oder natürlich... Es kann natürlich sein, dass... Dass ich jetzt hier... Einmal die komplette Raumstation erkunden muss. Oh, ich glaube, hier dürfte ich gar nicht, hätte ich gar nicht reinfliegen dürfen. Oder? Komme ich hier durch? Oh, ich hoffe nicht, dass... Alter, ist halt... War das da gerade ein Kollege gewesen? Sah ein bisschen so aus, als wenn ein anderer Astronaut rumgeschwört ist. Hilfe. Oh, oh. Erreicht kritisches Niveau. Nein, die wollte ich doch gar nicht. Die wollte ich. Mann! Mein Gott, dass das überhaupt nicht schwammig ist, die Steuerung. Alter, Alter. Ich hätte mal überlegen müssen. Warte mal, wie waren jetzt hier eigentlich stabilisieren? Ach, egal, ich schwör's hier einfach ein bisschen weiter. Hier war doch was. Ach, das war ein Ihmchen hier gewesen. Na gut, ich schwör's hier einfach so kostensparend wie möglich. Schwöre ich jetzt hier einfach mal weiter. In sehr hoher Geschwindigkeit. Ich hoffe nicht, dass ich geblitzt werde. Geblitzt. Geblitzt. Hui. So, hier ist Oxygen, nehme ich mit. So, wie kann ich Ihnen helfen? Ach ja, der schmiert mal wieder ab. Boah, wenn er aufhören würde, das würde schon helfen. Ich drücke immer, ich halte immer die ganze Zeit noch gedrückt. Ach ja. Da ist ja auch mal so ein kleiner Leck zwischen. Ehe man weiter steuern kann. Alter, wie cool. Oh. Bubbles. Oh, schade, ich dachte, die platzen. Einmal eingesaugt. Hat hier gerade irgendwas geknallt? Oder gepockert? Das Lustige ist auch, genau zwei... Oh, nehmen wir natürlich mit. Genau zwei Tage jetzt hier vor dem Spiel habe ich Gravity im Fernsehen gesehen. Oder warte mal, wann war denn das? Gestern, vorgestern? Ich weiß nicht genau. Kurzzeitgedächtnis mal wieder. Da habe ich Gravity gesehen. Das war auch lustig. War auch cool gewesen, der Film. Nicht lustig. Aber natürlich leider nicht ganz. Ich habe nur das Ende gesehen. Aber trotzdem cool gewesen. Trotzdem spannend. So, pullen wir mal die Tür auf. So, aber schönes Setting auf jeden Fall. Und vor allem auch die riesen Türen hier. Spiritus. Adrift. So. Hier sind wir scheinbar in einer Forschungsstation, was Pflanzen im Weltraum wahrscheinlich angeht. Okay, Sauerstoff. Wie viel haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall genug. Okay. Ich glaube, jetzt kommen wir hier auch langsam. Ja. Ach, hier müssen wir weiter. Aber Sauerstoff? Ah, hier ist Sauerstoff.
So, schwören wir einmal hin. So, na, das ist doch schön. Und ich glaube fast, die Tür dürfte gar nicht aufgehen. So verranzt, wie die aussieht. Ach, na klar, geht trotzdem. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, die macht jetzt hier wieder zu. Warte, ich gucke mal nach links, weil da die Aufnahme ist. Finde ich irgendwie ein bisschen lustig, so mal mit der Webcam aufzunehmen. So, hier mal auf jeden Fall. Ey, es sieht ein bisschen aus wie das vom Anfang. Aber cooler Baum. Cooler Baum. Da müssen wir scheinbar rüber. Ja. Aber ich nehme mir vorher. Nehme ich das Oxygen mit? Ja, ich nehme es mit. Das Oxygen. So. So langsam habe ich es ein bisschen, ganz kleines bisschen drauf. So, mit rasanter Geschwindigkeit geht's weiter. Von Raum zu Raum, aber wie erstaunlich viel denn doch heile geblieben ist. Aber ich frage mich, warum hier trotzdem alles rumschwirrt. Ich meine, klar, die Menschen sind nicht mehr da, aber... Ach, ich glaube, das ergibt sich daraus, dass... Okay, sie versucht immer wieder jemanden zu erreichen. Auch ein bisschen wie bei Gravity und irgendwie antwortet keiner. Ja, ich denke mal durch den Ruckler oder durch den Aufschlag hier bei... Mit was auch immer die hier zusammengestoßen sind. Durch den Ruckler ist hier wahrscheinlich alles einmal durchgewirbelt worden. So, ich trinke nochmal ganz schnell was. Alter, sieht ein bisschen aus wie eine Gummizelle hier. Die sind wahrscheinlich die bösen Astronauten hingekommen. Personal Log, Systems Specialist, McDonough, Andrew, 2, July 2037. Ich frag mich, wer da die ganze Zeit spricht. Feels like 600. Ah. I'm gonna do it different this time. Beethoven. Ich hoffe nicht, dass ich das rausschneiden muss. Ich überdudel zwar ein bisschen mit meiner schiefen Stimme. Ist aber echt, das kostet aber echt eine ganze Menge Sauerstoff hier. Da muss man echt jede Flasche mitnehmen, die man findet. Haha, mich ausgeschlossen natürlich. So. Die schöne Welt hier. Wäre natürlich... Müssen natürlich alles mit... Obwohl eigentlich... Ach, müsste ich jetzt mir für einen Rückweg sparen können. Da unten ist doch wer. Hey. Oder? Oh nein, der ist doch bestimmt nicht mehr so lebendig. Wie ein Mensch lebendig sein sollte. Okay, aber er leuchtet auf jeden Fall schon mal rot, das heißt, da müssen wir erstmal hin. Hoffe ich zumindest. Lalala. Oh, der hat keinen Sauerstoff mehr, das kann natürlich auch sein. Ah, sieht sehr, sehr akrobatisch sieht der hier aus. Aber ich glaube fast, naja. McDonough. Scheiße. Mist. Der hat's nicht überlebt, der Arme. Oh. Ich sollte mir mal Sauerstoff holen, bevor ich's nicht mehr überlebe. Oh oh. Nein, 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 nein! Ey! Bist du doof? Jetzt ist natürlich Sauerstoff. Oh, ich wollte gerade sagen. Das wäre doof gewesen. Nur so ein ganz kleines bisschen. So, ist das jetzt überhaupt unsere Look? Das ist gar nicht unser Ziel, oder? Ach doch, da müssen wir hin. Ach, warte mal. La 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 la. Müssen wir... müssen wir... Oh. Entschuldigung, ist nicht lustig. Wo müssen wir jetzt hier hin? Da oben leuchtet die ganze Zeit was. Manchmal ist auch ein bisschen... Warte mal, ich stabilisiere mal kurz. Dann dürfte das ja eigentlich... Warte mal, warte mal. Ah, okay, alles klar, darüber müssen wir.
Oh, ich hoffe, da drüben ist ein bisschen Sauerstoff noch. Da schwirrt ein bisschen was rum, aber ich glaube, das ist wieder so eine Solarzelle. Ja, natürlich verstehen wir sie. Oh oh. Nimm! Okay, dann konnektieren wir hier mal das Notfallsystem mit dem nicht mehr verbundenen Rest des Raumschiffes. Okay, hier leuchtet etwas rot. Okay, alles klar, müssen wir scheinbar hin. Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, er hat mich da automatisch hingeleitet. Da rechts leitet er uns aber hin. Oh, die coolen Blasen hier. Seifenblasen. Schade, das wäre natürlich cool gewesen, wenn das so ein bisschen zerspringen, wenn die platzen würden. Hardiman Aerospace, North Star 4. Crew status. Medical Officer, Edwards, Liam. Oh. Scientist, Hudson, Elizabeth. Deceased. Astronaut, Lopez, Teresa. Deceased. Systems Specialist, McDonough, Andrew. Deceased. Astronaut, Olivier, Sebastian. Deceased. Commander, Oshima, Alex. Active. Ach, Alex, alles klar. Ah, ich hätte mal darauf achten sollen, wie das mit Andrew ist. Wer Andrew war. Ah, die leben alle auch noch? Oder die bewegen sich durch... Weiß ich nicht. Motoren. Okay, also wirklich wir sind scheinbar wirklich die einzigen Überlebenden hier von dem Einsatz. Und das ist natürlich genau die Kommandantin. Die hier, glaube ich, den Hut auf hatte. Spiritus Mainframe. Checkpoint, gesichert. Puh, das lese ich immer gerne. Spiritus Mainframe. Okay, also wir müssen scheinbar in die Richtung. Aber ich frage es natürlich, in welche... Ach, da oben müssen wir wahrscheinlich hin. Aber vor... Oh, Mist. Ich vergesse mal die ganze Zeit, dass wir auch Sauerstoff brauchen. Ein Mensch braucht sowas. So. Nehmen wir einen schicken ISO-Drink. Und dann kannst du auch wieder weiter schwimmen. Manual mainframe repair required for salvage EEV operation and launch.